Willkommen zurück zum Let's Play Beyond Good and Evil. Wir sind hier beim letzten Mal auf der schwarzen Insel gelandet und haben von diesem seltsamen Typen hier eine Aufgabe bekommen. Und zwar sollen wir Fotos von einem seltsamen Wesen machen. Beziehungsweise von Zweigen, glaube ich, war das. So. Dann wollen wir uns hier erstmal umgucken. Schauen, was hier so ist. Hier ist zum Beispiel ein Ohr. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Auf jeden Fall zu so irgendwelchen komischen Tierchen, die aber scheinbar nicht gefährlich sind. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Und die wir auch noch nicht fotografiert haben. Sehr schön. Wir machen mordsmäßig Kohle mit diesem. Fotografier die Tiere in deiner Umgebung, Zeugs, Gedöns. So, es sind aber alles die gleichen Tierchen, ne? Ja. Gut, dann gucken wir hier noch. Was ist das? Ein Boost, okay. Ja. Nix. Entschuldigung, Leute. Macht Platz für den Experten. Ja, dann mach mal. Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Reden. Kannst du etwas mit diesem Gitter anfangen? Oho, dafür werde ich einen Seitenschneider brauchen. Sieht mir aus, als wäre es der Haupteingang in die Mine. Wir müssen wiederkommen. Seine Zeichnung ist ein wenig dürftig. Welche Zeichnung denn? Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, wir werden verstehen, warum es keine bessere Zeichnung gibt, wenn wir sie sehen. Okay. Ach so, von dem Typen da oder was? Das Vieh, das wir fotografieren sollen. Naja, gut. Wie das Bild aussah, habe ich jetzt nicht mehr im Hinterkopf. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal den normalen Weg weiter. Weil das auch nicht besonders einladend hier aussieht. Haben wir schon fotografiert? Okay. Warte mal, haben wir Page schon fotografiert? Ah, den haben wir noch nicht fotografiert. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Für den kriegen wir sogar 600 Einheiten. Nicht übel. Ist nur blöd, dass wir ihn jetzt von hinten fotografiert haben. Naja, egal. Was ist das? Ist das wieder ein Feldarmadillo? Ja. Mäh. Nun gut. Was ist das hier? Aha, okay. Kein Problem. Und somit hätten wir diesen Eingang hier auch geöffnet, der hoffentlich offen bleibt. Ja. Sehr schön. So, was ist das hier? Aktion. Na gut. Was ist denn für eine Aktion? Was wollen wir denn jetzt machen? Da oben habe ich auf jeden Fall gesehen, da ist ein Herz drin. Und das hätte ich schon gern. Ja, was machst du denn jetzt? Aktion. Na gut. Ich will da hoch. Der macht nur die eine Aktion da hinten. Okay, wie kommen wir da hoch? Ah, da oben ist ein geöffnetes Gitter. Ich nehme an, da kommen wir über das über den anderen Gang rein. Aber dafür brauchen wir, wie Page schon gesagt hat, erstmal einen Seitenschneider. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Erdwürmer. Alte Mine, da sind wir drin. Sehr schön. So, dann geht's hier also jetzt weiter. Warum rennst du denn so Kate, vor? Kannst du bitte mal kommen? Mach ich. Ich habe was Wichtiges zu erzählen. Dann erzähl mal. Reden. Irgendwelche Ideen? Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung.
Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachtem Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmethan. Und in der Sohle sind die zwei Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Okay, das mach mal. Naja, so oder so ähnlich. Cool. Auch sie muss sich das Lachen verkneifen. Interessant, dass die Methan-Druckluft-Kartusche in der Gesäßtasche ist. Findest du nicht auch, Paige? So hat man immer genug Nachschub, ne? Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Ja, super Action bitte. Ich will hier hochgeschleudert werden. Hol sie dir, Mädchen! Juhu! Wow. Es hat geklappt. Warum hast du mir das verheimlicht? Naja, ich arbeite ja noch daran. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Ja, zumindest in Kombination mit Paige, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendein Zahnrad. Aktion. Ja, die Jade ist super sportlich. Sehr schön. So, Paige, dann lass uns mal weitergehen. Was sagst du? Jetzt habe ich leider nicht gehört, was er gesagt hat. So. Hey Jade, da ist die Karte. Mach ein Foto. Mach ich. So, jetzt haben wir die Karte hier drin. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, in diesem Stadium braucht man die noch recht selten. Dafür braucht es schon etwas kompliziertere Levels, damit das sich lohnt. Was haben wir hier? Danger. Verblüffendes Foto, Jade. Okay. Was ist das jetzt? Sie holt auf jeden Fall ihren... Sag einfach wann, Jade! Genau, ich weiß nicht, warum er schon weiß, was gemeint ist. Auf jeden Fall können wir ihm jetzt die Super-Action befehlen. Sag wann, Jade! Und dann kommt nämlich das hier und wenn wir jetzt zuschlagen wollen, können wir steuern, in welche Richtung. Dein Jetboot an. Ja. So. Zeit für den Hammer! Und diese Funktion ist richtig nett. Finde ich extrem viel gedacht auf jeden Fall. So, da haben wir jetzt einen geheimen Durchgang, wo wir auf jeden Fall ein bisschen Zeug wiederbekommen. Na? Und hier den Boost auch noch. Ich frage mich übrigens, warum der Boost hier in der realen Welt gelb ist und unten im, als Logo auf einmal blau. Schon ziemlich seltsam. So, das ist bestimmt wieder ein Viech, was wir fotografieren können. Sei vorsichtig mit diesen mutierten Anemonen. Ja, Anemonen. So einfach so vorbeigehen können wir wahrscheinlich nicht. Also kloppen wir halt drauf. Die Helianische Bank zahlt 5 Einheiten für jeden Materiekristall. Sieht aus wie schwarze Materie. Uno Materiekristall. Ich werde es pronto an die Bank transferieren. Sie zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Ich mag den Typen. Mucho dinero. Aua. Das Ding zieht mir einfach mal ein ganzes Herz ab. Das ist doch nicht normal. Was ist denn hier los? So, hier haben wir wieder diese Kristalle, die wir jetzt abbauen können. Natürlich mit dem Kampfstab, womit denn sonst? Mit einer Spitzhacke etwa? Nee. So, da oben kommen wir nicht ran. Aber... haben wir diese Fliege schon fotografiert? Nein, haben wir nicht. Danke, Jade. Fliegen sind verkannte Wesen. Ich mag Fliegen auch. Beobachtet Fliegen einfach mal, wenn sie sich putzen. Einfach wann, Jade! Auf geht's! So, und damit holen wir uns jetzt den Kristall.
Jawoll! Mucho Dineros! Sehr schön. So. Und den Wagen da hinten natürlich auch. Boing. Natürlich reicht die Druckwelle aus, um diese Brücke zum Wanken zu bringen. So, hier haben wir wieder einen Einsatz wahrscheinlich für... Hey Jade, komm, schau dir das an. Was? Was denn? Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Ja, hoffentlich ist der nicht da hinten drin, ne? Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Von da hinten sind wir gekommen. Oh. Mein Gott. Den mache ich jetzt erstmal fertig. Du könntest ja mitkämpfen. Uff, was war das? Krohax. Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Schon interessant, dass sie sich hier einfach mal so durchprügeln können. Ich habe den jetzt erstmal nicht fotografiert, weil ich ein Herz zu wenig habe. Warte mal, ich habe 10 Starkos. Da kann ich ja eins mal verbrauchen, oder? Ein Starkos stellt ein Herz wieder her, also alles in Ordnung. Alles in Butter. So, hier haben wir wieder dieses Zahnrad, das wir bewegen können. Okay, und nun? Müssen wir das wahrscheinlich selber schieben, wa? Gut, dann mal ran! Danke, Paige. Sehr freundlich. Sitzt fest! Aber ganz ehrlich, die Rollen sind doch ziemlich nutzlos, wenn sich das trotzdem so schwer schieben lässt, oder? So, und hier hoch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal auf eigene Faust weitermachen. Hä? Der kann hier hochspringen? Mein Gott, Qualm! Eier! Seid bereit, euren Schöpfer zu treffen! So, die Quallen fotografieren wir erstmal. Diese kleinen Medusas, Lichter im Schatten. Und ich finde die Mucke gerade richtig cool. Oh, au, 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 verdammt. Ja, mit den Quallen können wir das gleiche machen. Hol sie dir, Mädchen. Da sieht man es, die springen kurz hoch. So, ich möchte jetzt bitte das Viech da hinten fotografieren. Genau das. Die Großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Die Großen sind Mutanten? Gibt es auch Kleine? Ich habe noch keine Kleinen gesehen. So, dann will ich mal diese fliegenden Viecher aus sicherer Entfernung fotografieren. Sehr schön. Krohax! Egal was, du solltest nicht in ihre Nähe kommen. 1000 Einheiten. 1000. Okay, dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Ja, ab jetzt kriegen wir immer eine neue Perle, wenn wir einen kompletten Film haben. Noch nicht gefunden? Ja. Gut. Also, dann haben wir schon mal eine Perle uns verdient. Oh, wow, 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 nicht zwei auf einmal. Ein Krohax. Hä? Wo habe ich denn jetzt wieder ein... Ach so, da hinten, genau. Wo ich jetzt wieder ein Herz verloren habe. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser.
Ja, erstaunlich, diese Höhle, ne? Gehen wir mal weiter. Schnetzeln uns hier durch. Schade. Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. Na gut. Okay. Dann schauen wir mal, wie es hier drin aussieht.